Ja, moin zum nächsten Video. Ich habe eine Wiese, um die sich die letzten Jahre ein bisschen wenig gekümmert wurde. Ich habe schon, wie in meinem ersten Video angesprochen, den Graben freigemacht, schon vor ein paar Wochen. Und in dem Hackschnitzel-Video habe ich die großen Haufen klein häckseln lassen. Aber es sieht immer noch aus wie ein Schlachtfeld hier und darum geht es die Woche im Schwerpunkt, dass ich die Wiese hier wieder vernünftig herrichte, dass ich auch bald hier neu einsehen kann. Ja, was genau muss gemacht werden? Hier liegt noch ganz viele Reste, die die Häckselmaschine nicht klein kriegen wollte. Da hinten auch ein paar Reste von den großen Haufen. Die will ich zusammenfahren für ein Osterfeuer. Der Graben selbst an der Kante, da liegt noch ziemlich viel Unrat, muss zusammengeschoben werden. Ein paar Wurzeln müssen gezogen werden. Und da habe ich noch einen Erdhaufen, da mit Absicht, hier die ganzen kleinen Lunken rauszukriegen, hier glatt zu ziehen, damit hier auch eine ebene Koppel wieder entstehen kann.
Endgegner. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie tief der runter reingeht. Für mal eben schnell gemacht. Verdammte Scheiße. Mitbewegt, aber wirklich raus ist er nicht.
die Schweine! Ernsthaft jetzt? Dir ist nicht gerade dein Spaten abgebrochen. Geht ganz schnell, haben sie gesagt. Schnell Strick rum rausziehen, fertig. Was ist das für eine Scheiße? So eine beschissene Baumwurzel. Ziehen. Wenn nicht, schneide ich ihn einfach ab und der eine soll er das machen. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man den anderen. Ich glaube, ich habe den DX genug vergewaltigt. Ich werde ihn jetzt einfach unter Grasnarbentiefe absägen. Und dann kommt da wieder Erde drauf. Und irgendwann, wenn ich größere Technik habe, ziehe ich ihn raus und werde dort meine Feinde aufknüpfen dran, diesen Schrank.